Schule im Gespräch, live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen in dieser Folge über themenorientierten Unterricht. Und Gast aus Österreich, aus Wien zugeschaltet, ist Lothar Bodingbauer. Lieber Lothar, schön, dass du dabei bist. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Lothar, du bist Lehrer an einem Abendgymnasium für Mathematik, für Physik, Podcaster, Radioredakteur, also bringst eine breite Bandbreite von Tätigkeiten mit. Und wir sprechen heute über den themenorientierten Unterricht. Was ist das? Das ist so eine Überlegung, dass wir beim Radio ja wöchentliche Redaktionssitzungen haben und uns überlegen, was werden wir in den kommenden Wochen, jetzt hätte ich fast gesagt unterrichten, senden. Und in diesen Besprechungen passiert sehr viel. Es ist Feedback für vergangene Sendungen, es ist Planung für die Gegenwart und Zukunft und es ist wichtig für die beteiligten Leute, über ihre Dinge zu reden. Und als Lehrerinnen und Lehrer haben wir das ja gar nicht. Wir treffen einander, wenn überhaupt eben im Lehrerzimmer zwischen Tür und Angel und auf einen schnellen Kaffee. Und jeder wird regelmäßige Treffen versuchen zu verhindern. Gut, sind zwei getrennte Systeme, ist halt so. Ja. Jetzt haben wir aber Probleme und die sind bei uns an der Schule tatsächlich, dass wir sind eine Schule für junge Erwachsene, ab 17 Jahren kommen die zu uns. Die kommen ja nicht zufällig in den zweiten Bildungsweg. Sie haben in irgendeiner Weise es nicht reingeschafft in den ersten Bildungsweg oder sind rausgeflogen wegen einem Defizit. Und sprachliches Defizit ist natürlich oft ein Thema. Das heißt, wir haben in den ersten beiden Semestern wirklich Menschen, die wirken nicht gescheit, aber sie sind es. Sie haben nur die Sprache nicht. Und ich mache jetzt gerade einen Spanischkurs, ich bin ein Neuling praktisch und ich denke mir, um Gottes Willen, ich wirke so blöd, ich weiß nicht einmal, wovon der spricht, der Spanischlehrer Antonio. Das heißt, im bisherigen System bei uns an der Schule sagen wir, Leute, das ist das Programm, Geografie, Geschichte, Mathematik, Deutsch, Englisch im ersten Semester und jetzt schaut da mal bitte, dass ihr eure Defizite aufholt. Was ist das für ein Angebot, Defizite aufholen? Das heißt, als erstes Wort versuchen wir dieses Defizit, nicht nur als Wort, sondern auch als Haltung einmal rauszukriegen, indem wir sagen, wir machen eine Bildungsanreizphase, dass man gerne hierher kommt und man erlebt Bildung als etwas, was positiv ist, was mir hilft, was mir Freude macht. Mit Defizit Menschen Freude machen, das geht nicht. So. Das kann man jetzt innerhalb der bestehenden Raster nicht machen, sagt einem jeder. Die Schulverwaltung, die Administration. Ja, Raster ist der böse Fluch unserer Schulgesellschaft und man müsste wirklich die Softwarefirmen oder jene, die sich beauftragt haben, die diese Raster erstellen, eigentlich ein bisschen an die Kantare nehmen und sagen, Raster wird unsere Probleme nicht lösen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Raster aufgelöst und haben gesagt, wir haben keine Fächer mehr in den ersten beiden Semestern, sondern Themen wie beim Radio. Und beim Radio ist es eben so, dass man Leute, die einschalten am Abend, es gibt eine Sendung über den Wald, das sagt man dann nicht, aber du musst den Wald 1, 2 und 3 gehört haben, damit du jetzt zuhören darfst. Sondern jedes Thema wird neu aufgesetzt. Und wir haben dann die 5 Fächer, die Lehrerinnen und Lehrer, zu wöchentlichen Gesprächen, die eine Stunde dauern, geholt und haben immer das Thema der übernächsten Woche im Gespräch geplant. Die nächste Woche war praktisch schon fertig und die übernächste geplant und publiziert auch auf der Homepage. Und wir begannen die erste Schulwoche im September mit der Themenwoche Boden. Der Mathelehrer, der Geschichtslehrer, Boden, Grund und Boden, alles aufregend, ja. Aber wir haben vor allem geschaut, dass alle Leute, die in diese Klasse reingehen, als Lehrer, am Montag und Dienstag die 20 wichtigsten Vokabel durchnehmen. Feucht, unten, Erde. Und dann
bin ich in der Mathematikstunde, in der ersten Stunde des Semesters mit den Leuten rausgegangen und habe Blumenzwiebeln gepflanzt. Und da haben wir uns unterhalten. Unten, Boden, feucht. Ein junger Mann aus Afghanistan hat leuchtende Augen bekommen, weil er gesagt hat, er war Gärtner in Afghanistan. Ja? Und die Leute haben Blumenzwiebeln gepflanzt, sozial interagiert und haben etwas getan, auch wenn sie dann vielleicht im Dezember rausgefallen sind aus der Schule, weil es nicht zu ihrem Lebenswandel, Leben gepasst hat, wenn sie im März dann vorbeigefahren sind an der Straßenbahn, mit der Straßenbahn an der Schule, haben sie die Blumen gesehen, die sie gepflanzt haben. Und das hat wunderbar funktioniert, meines Erachtens. Wir haben das begleitet in einem Podcast, diese wöchentlichen Sitzungen haben wir, hat jeder ein Headset gekriegt von den 5 Lehrern und die kannst du nachhören. Also als Schulgespräch, wenn es googelst, Podcast, und du siehst alle unsere Erfolge und vor allem auch Misserfolge, über die wir stolz geredet haben. Das werden wir verlinken, gerne die Schulgespräche. Ich sehe ganz deutlich, das ist für die Schülerinnen und Schüler gut, die Sprachprobleme haben, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Klar, ja. Die lernen die Vokabeln so, dass es wirklich auch präsent ist und mit Handlungen verbunden ist. Genau. Aber ich glaube, es macht ja auch was mit den anderen Schülerinnen und Schülern und dann auch was mit den Lehrerinnen und Lehrern. Natürlich. Wie waren da deine Eindrücke? Ja, 2/3 der Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, sicher nicht, treffen wir uns wöchentlich zu einer Extrastunde Diskussion. Und die dabei waren, die haben das sehr gerne gemacht, weil sie genau das als Defizit empfunden haben, ein regelmäßiges Drüberreden. Und es ist schon ein bisschen eine Typfrage. Man merkt auch an unseren Diskussionen, wie sehr wir themenorientiert denken. Beim Radio ist es kein Problem. Das lernt man mit dem Handwerk. Ja? Also ich denke in Themen, das ist für mich überhaupt kein Problem. Das Fach habe ich im Hintergrund laufen mit Kompetenzlisten, Prozentrechnung. Okay, haben wir beim Boden gemacht. Feuchtigkeit, mineralischer Anteil. Ja? Kann ich abhackeln. Das muss ich im Hintergrund wirklich machen als guter Lehrer. Haben wir auch gemacht. Aber wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass die sogenannten Hilfsfächer, Geschichte, Geografie, zu denen sind, die die Themen vorantreiben. Die haben die spannenden Sachen gefunden. Oben der Bezirksvorsteher, ein Besuch. Oben der Grundherr. Ja. Und wir in der Mathematik als Hauptfach, Schularbeitsfach, waren die, die dann zugeliefert haben. Ja. Prozent rechnen und so ist es richtig. Ja? Das Leben ist nicht jetzt da ungefähr drinnen, also dick drinnen in der Mathematik in dieser Zeit. Und man merkt dann, in der Mitte des Semesters hat dann unser Direktor, der wirklich offen ist und sagt, macht's und passt, ja, hat gebeten, dass er auch dabei sein darf bei so einer Besprechung und dann fiel das Wort Lehrplan. Und man merkt dann in den folgenden Wochen, in dieser Podcast kann man das nachhören, wie wir zusammenklappen, wie wir die Nerven verlieren, wie wir immer schauen, aber ist das für Mathematik, ist das für Geschichte? Und wir verlieren vollständig unsere Ruhe und unsere Kompetenz, themenorientiert zu denken. Und das fand ich schon gewaltig interessant, wie schnell wir Nerven verlieren. Aber Lehrpläne kann man ja dann auch ändern. Und wenn sich das Konzept als sinnvoll erweist, ja. Wir haben du gar nicht ändern. Du kannst im Hintergrund deinen Lehrplan laufen lassen. Du musst es halt nur umstülpen. Also nicht fragen praktisch, welches Thema passt zum Fach, sondern welches Fach passt zum Thema. Also was von meinem Fach passt zum Thema. Und übers Jahr kommst eh durch. Und die Idee ist ja, dass die Leute dann Kompetenzen erwerben. Manche brauchen länger. Manche sind schneller und wenn man die Kompetenzen erworben hat, schwimmt man dann weg ins dritte Semester, wo es eh herkömmlich fächerorientiert zugeht. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, ein großes Problem einiger weniger Lehrerinnen und Lehrer vielleicht ist ja, dass sie ihr Fach sehen, sich nicht in die Karten schauen lassen wollen, sie gehen alleine in den Unterrichtsraum. Und das ist ja bei euch dann nicht möglich. Ihr müsst euch ja auch den anderen Kolleginnen und Kollegen öffnen, was ja auch für das Schulklima wahrscheinlich einen Einfluss hat.
Ja, einen guten. Also die Leute, die beteiligt waren aktiv in diesem Team, die haben das als sehr wohltuend empfunden. Das ist es, ja. Und man kommt drauf, dass man sich ständig nach der Decke gestreckt hat, ständig Defizite bejammert hat und wir einfach hatten eine gute Zeit. Ja, wir wussten, wir treffen einander wieder und diskutieren das, was wir schon erreicht haben. Und wie reagieren die Schüler? Wollten die dann den Mathematikunterricht oder haben die das vielleicht gar nicht so wahrgenommen? Das ist eine wichtige und ausgezeichnete Frage. Wir haben viel Kritik von den Schülerinnen und Schülern bekommen, die möglicherweise auch aus Gegenden kommen, wo Härte als positiver Faktor interpretiert wird. Härte in der Schule, in der Erziehung. Das heißt, durch diese Andersartigkeit waren wir keine klassische Schule mehr, was dazu geführt hat, dass manche nicht mitmachen wollten. Andere wiederum, die genau diese Zielgruppe waren, für die hat es perfekt gepasst. Und einige, wo man sagen würde, ja, Kommunikation ist eigentlich eine Schwäche derzeit, wenn ich es als Defizit formulieren würde, die besonders Zielgruppe gewesen wären, haben nicht mitgemacht. Naja, warum gibt es ein Defizit, ein sprachliches, ein kommunikatives? Weil man eben hier keinen Zugang findet. Und da, finde ich, wird es auch wiederum spannend, nämlich genau das nicht als Mangel zu sehen, sondern schauen, welche Ressourcen bringen diese Leute mit. Und das zum Thema machen, weil die Mathematik kann ich eh schon ganz gut. Jetzt kann ich mich als Lehrer endlich einmal auf Dinge konzentrieren, wo man echt was vorantreiben kann und gewinnen. Aber politisch waren gewisse Dinge interessanterweise den Schülerinnen und Schülern gegenüber schwer zu vermitteln. Da braucht man viel Gedanken und Rückhalt auch in der Schule. Die Schule muss auch dastehen und sagen, das ist bei uns so. Ja? Viele haben erreicht und politisch haben wir auch im Lehrerkollegium nicht lauter Freunde gehabt. Weil halt nicht jeder der Typ ist, ja? Ja. Gibt es eine zweite Auflage demnächst und wenn, was würde die anpassen und was hat sich bewährt? Eine gute Frage ist das. Ja, ich würde nicht viel anpassen, außer Professionalisierung in meinem Beruf. Also wie funktioniert Lernen? Wie funktioniert positive Bestärkung? Wie funktioniert Hirnforschung letztlich? Ja, also das heißt, da brauche ich mehr Ausbildung, muss ich wirklich sagen. Also als Mathematiklehrer habe ich da wenig schon bisher drauf. Hm. Das spricht dafür. Und was dagegen spricht, ist, dass die gesamte Schulstruktur nicht danach ausgerichtet ist, diese Grenzen aufzulösen. Und man muss schon einen Rückhalt haben, auch in der Schulstruktur. Nachdem aber wir die Strukturen bilden und jeder von uns, naja, müssen wir oder können wir an uns selbst arbeiten. Hast du einige Leute, wo das geht, wird das Projekt gelingen, ist aber die eigentliche Schulstruktur eher konservativ, eher defizitorientiert, wird es schwierig werden. Ich habe mir sagen lassen, wenn man dann mit Eltern arbeitet, das ist bei uns nicht, wir reden nicht mit Eltern, weil wir sie nicht brauchen, ja, aber mhm. wenn Eltern das unterstützen, ist die Schule sehr schnell sehr flexibel. So als Geheimtipp. Gut, lieber Lothar, herzlichen Dank für diese Folge, für das Gespräch. Auch bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zusehen. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, gerne an mail@seminar-trier.de. Ansonsten nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.